Wir befinden uns auf dem Dach des Kaufhauses Mixwix in München am Marienplatz. Alles ist wie im Frühjahr, als der damalige Besitzer des Kaufhauses Mixwix, Mixwix selbst, auf das Dach seines Kaufhauses steigt, um Ausschau zu halten. Niemand fand was dabei, wenn Mixwix aus inneren Gründen die Chefetage unterm Dach verließ und auf dasselbe stieg. Er ging bis zum Rand des Daches und sah über München hinweg. Dach um Dach verließ er mit seinem Blick bis an den Horizont, der immer den Eindruck erweckt, als träfen dort Welten aufeinander. Trug ihm seine Chefsekretärin eine Tasse Kaffee nach, wunderte sich ebenfalls niemand. Jedenfalls setzte er sich auf den Blumenstrauß und vergaß, den Kaffee zu trinken. Aber nicht nur Mixwix weilte auf dem Dach seines Hauses, auch seine rechte Hand tauchte hier auf, entweder nach dem Rechten zu sehen oder auch nur eine Zigarette zu rauchen. Erblickte er seinen Chef, zog er sich zurück. Doch diesmal nicht, und es hatte folgenden Grund. Als die rechte Hand seinen Chef erblickte, erkannte er zugleich, dass dieser auf etwas Gelbem saß. Nun, wäre das Gelbe, auf dem sein Chef saß, nur etwas Gelbes gewesen, hätte sich die rechte Hand mit noch brennender Zigarette sofort zurückgezogen. Aber da es sich einwandfrei um einen gelben Blumenstrauß handelte, wurde die rechte Hand nachdenklich. Auch die Frau Mixwix kam gelegentlich auf das Dach des Besitztums ihres Mannes, an dem sie nicht beteiligt war. Es mochte noch keine Stunde vergangen sein, dass sie ihr Anwesen im Süden der Stadt am Starnberger See verlassen hatte, bis jetzt, da sie auf dem Dach des ungeliebten Kaufhauses stand und sich über die grässliche Stadt hinweg am Gedanken ihrer Heimat erfreute und erwärmte. Da sie am florierenden Betrieb ihres Mannes keinen Anteil hatte, nannte sie sich Bettlerin. Ja, Bettlerin. Schon in einer Stunde würde sie wieder auf ihrem geliebten Anwesen sein, das ihr alle Kraft abverlangte. Selbstverständlich gingen die Geschäfte im Mixwix reibungslos weiter, während Mixwix auf dem Dach saß. Ja, er musste hier auf dem Dach nicht einmal mit Geschäftlichem behelligt werden, denn zwei Geschäftsführer taten ihr Bestes für den Ablauf. Eine Frau, die man Geschäftchen hieß, und ein Mann, den man wegen seiner Unersetzbarkeit nur schlicht das Geschäft nannte. Kamen sie einmal auf das Dach, dann nur, um sich vor Antritt einer Geschäftsreise von Mixwix zu verabschieden. Auch der Bodyguard von Mixwix bemühte sich zuweilen, für alle Fälle, auf das Dach des Kaufhauses, um die nächste und weitere Umgebung zu beobachten. Überall lauerte ein Überraschungsangriff des Todes. Das nahe Rathaus strahlte mit seinen Schnörkeln Hinterhältigkeit aus. Und die Kirchtürme? Waren sie nicht für Hochsitze von Übeltätern wie geschaffen? Es waren immer verdächtig wenig Polizisten auf dem Marienplatz. Verdächtig wenig. Und der Hausdetektiv? War er nicht ein Trottel? Am seltensten bewegte sich der Chefmodist auf das Dach des Bekleidungsinstituts, was ihm den Spitznamen »Der Taucher« einbrachte.
wollte er gleich wieder? Hat es vergessen. Vergesslichkeit und Übergewicht sind ein paar harte Schuhe. Haben Sie was Gelbes gesehen? Nicht die Blumen, was Gelbes! Monika ist Studentin und arbeitet in den Semesterferien bei Mixwix. Ihre Grübchen in der Wange und ihre klare Aussprache haben Aufmerksamkeit erweckt bei Mixwix. Sie gestand ihm, als er sie nach ihrem Befinden in seinem Haus fragte, dass sie Theater spielen möchte. Ja, warum wollen so viele junge Frauen Theater spielen? Weil sie besser sind als die Männer. Und warum werden von den Theatern mehr männliche Schauspieler genommen als weibliche? Wenn ich Theaterdirektor wäre, pflegte Mixwix zu sagen, um sich gleich wieder in seinen Gedanken zu verlieren. Aber wie jeder Münchner weiß, hat kein Münchner Theater so ein flaches Dach, dass Mixwix darauf sitzen könnte. Aber vielleicht wäre das Niveau der Münchner Theater noch besser, wenn ihre Direktoren manchmal auf dem Dach Luft schöpften, statt mit ihrem Herumgetue die Angestellten einzuschüchtern. Da kommt auch schon Marion mit ihrem giftgrünen Schal. Vor Monika hatte sie die Favoritenrolle bei Mixwix inne. Sie spielte bereits auf einem der Münchner Theater, dank des Einflusses von Mixwix. Er hatte eigenhändig einen Förderscheck zu den Kammerspielen getragen, mit dem ausdrücklichen Wunsch, das vernachlässigte Experimentiertheater im sogenannten Werkraum zu fördern. Oh, sie gibt den giftgrünen Schal zurück, das mag seine Gründe haben. Hat man ihr auf dem Theater nicht den Angestelltenstatus zugestanden? Man stelle sich vor, Schauspieler wollen nicht freie Menschen bleiben, sondern Angestellte werden. Dass unfreie Menschen Socken oder Badehosen, wie in diesem Kaufhaus, verkaufen müssen, mag bedauerlich sein. Andererseits, warum sollte man den Unterschied, statt uneigener Socken oder uneigener Badehosen uneigene Wörter zu verkaufen, so herausstellen? Nun, in diesem Fall hatte Mixwix sich mit Marion verlobt und ihr eine Indienreise versprochen. Aber damals begann Mixwix, sich auf das Dach seines Hauses zu setzen und Marion zu vergessen. Es war eine üble Angewohnheit von Mixwix, dass er sich leichtfertig in junge Mädchen verliebte. Von seinen 837 Angestellten waren 511 weiblichen Geschlechts. Und keine dieser Frauen war in ihrem Beruf nur tüchtig, musste auch eine jede beim Einstellungsgespräch dem wählerischen Blick ihres zukünftigen Chefs standhalten. Fachliche Einwendungen eines Ressortleiters gaben dabei nie den Ausschlag, sondern die persönliche Art von Mixwix, sich durchaus eine mögliche Liebschaft in irgendeiner Zukunft mit der Antragstellerin vorzustellen. Aber niemand wusste davon. Ja, und die Liebe hatte Mixwix stets verschont. Nur der Ansatz, der Anflug von Liebe beflügelte die Fantasie ihrer Person. Und diese Fantasie ermöglichte ihm, die größte Badeabteilung von Europa, wenn nicht von der ganzen Welt, zu schaffen. Und die größte Sockenabteilung der Welt. Doch dann setzte er sich auf das Dach seines Hauses, als hätten die Realisationen aller Schübe seiner Fantasie ihn befriedet. Als hätte er sich mit der zuletzt geschaffenen Sockenabteilung bis zur Neige ausgedrückt. Er saß auch woanders. Er saß auf einem Stein in der Natur. Da ein jeder Frühlingsbeginn einen nochmaligen Wintereinbruch zur Folge hat, schneite es wieder, nachdem sich Mixwix mit den Frühlingsblumen auf seinem Dach niedergelassen hatte. Und während es schneite und schneite, rauchte sein Geschäftsführer, das Geschäft, auf einem anderen Stein hinter ihm. Ja,
Das Geschäft war so wichtig, dass das Geschäft sogar in den Träumen von Mixwix unerlässlich war und somit den Standard des hochangesehenen Kaufhauses repräsentierte. Mixwix zieht seinen Hut, grüßt die bedauerlichen Schneeflocken, die so unentwegt herumgewirbelt werden, und entschuldigt sich, dass er ihnen ihren Rastplatz auf dem Stein wegnimmt, ihren Sterbeplatz. Aber wie um zu sagen, wie unwichtig seine Denkereien seien, nahmen sie seinen Hut mit. Es schneite so dicht gedrängt, dass sich vermuten lässt, es war die gleiche Gesetzmäßigkeit am Werk, die die Welt mit Menschen überhäuft. Und tatsächlich sieht man diesem Menschenansturm nicht mit demselben kalten Auge zu, das man bei Schneefall anwendet? Und zieht man sich beim Anblick unglücklicher Menschenmassen nicht ebenfalls vorübergehend in sich zurück wie beim Anblick unbotmäßigen Schnees bei vorgerückter Jahreszeit? Als könnte man das Wegschmelzen von Menschen ebenso tränenlos erwarten wie das des Schnees, Flocke um Flocke. Wenn Gott schon nicht hinsieht, meinen die Menschen, könnten auch sie wegsehen. Und sie sehen auf das Geld, hüten es wie ihren Augapfel und lassen es spazieren gehen wie ihren begehrlichen Blick, der an Badehosen haften bleibt und an mannigfaltigen Socken und von den Socken ebenso verblendet wird wie von den Badehosen. Ja, und den Hass in der Unternehmerbrust auf konkurrierende Unternehmen kann man nur stillen, indem man weltweit am größten wird. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass man die größten Socken und die weitesten Badehosen verkaufen will. Nein, man will allen seine Socken verkaufen. Weiße Socken nicht nur für die Weißen, auch schwarze Socken für die Weißen. Grüne und blaue und rote. Wenn alle Weißen Socken haben, dann wirbt man um die Schwarzen. Sind ihre Kaufgelüste geweckt, dann laufen auch die Schwarzen mit weißen Socken über ihre gemarterte Erde. Es hat zu schneien aufgehört und rastlos geht Mixwix seinen Weg, als hätte er gerade wieder eine Brücke hinter sich abgebrochen, um einen neuen Triumphbogen zu errichten. Tennis. Tennis war das Notgedrungenste auf Erden. Er konnte für Tennis keine neue Abteilung in seinem Kaufhaus einrichten, er musste aufstocken. Das war es. Jedem Hilfesuchenden gewährt die Kirche Unterschlupf, so auch Mixwix. Denn wie sollte er ohne Gottes Hilfe von der Lokalbaukommission die Genehmigung für seinen 7. Stock bekommen, da in dieser Kommission doch solche Holzköpfe sitzen, dass in diese Holzköpfe einfach mangels Platz kein Beton mehr zu gießen ist? Vom Stadtrat ganz zu schweigen, dem Kopflosen. Lieber Gott, du siehst Mixwix vor deinem Kruzifix. Ich knie vor dir. Aber hast du gesehen, wie ich hinke? Bei meinem Unternehmen Socken für die Welt bin ich zu Schaden gekommen. Lieber Gott, der du Auschwitz nicht verhindert hast und der du Wackersdorf weiterbauen lässt, verhindere meinen 7. Stock nicht. Nach dem Motto Tennis für die Welt gelobe ich dir, solange auf dem Dach meines Kaufhauses Mixwix, du weißt schon, gelobe ich feierlich auf dem Dach auszuharren, bis ich von der Stadt München die Baugenehmigung für einen 7. Stock, für eine Tennisabteilung habe, egal was passiert. Woher nehme ich das Geld? Woher nur? Woher? Thank you.
Man kann nicht sagen, dass Mixwix auf dem Dach seines Hauses vernachlässigt worden wäre. Wenn es regnete, rollte Monika einen gelben Schirm an seine Seite, wenn auch verspätet. Seinen Bodyguard, der so unvermittelt von einer gezielten oder verirrten Kugel zu Boden gestreckt worden war, hat man nicht ersetzt. Da die gerichtsmedizinische Untersuchung keinen Einschuss feststellen konnte, einigte man sich auf Herzversagen infolge Hypertrophie im Genitalbereich. Bei der Observierung des Marienplatzes erblickte er eine Person, die ihm verdächtig erschien, weil sie zu ihm aufblickte. Blicken die Leute doch immer nur zum Glockenspiel im Rathaus. Es war die Bettlerin, die ihm zuwinkte und zulächelte. Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Hör auf! Das gibt es doch nicht! Ja, komm herauf! Dass es sowas gibt! Tiefe Trauer bewegte den Regen. Da der Schuss daneben ging, muss ihn etwas anderes getötet haben. Der Handschuh der Bettlerin jedenfalls war blau. Die Bettlerin sägt auf ihrem Grund und Boden Holz, weil sie noch mit Holz heizt. Mixwix hockt auf seinen Beinen und aus seinem Hut steigt Rauch, weil ihm seine Frau ein Loch hineingeschossen hat und weil er Monika zusieht. Monika sitzt auf einem fremden Auto, um eine abweichende Bewusstseinslage einzunehmen und Künstlerin sein zu können und sich auszuziehen. Der Bodyguard hat sich eine Feder in den Arsch gesteckt, weil ein nackter Bodyguard die Kränkung ist für Mixwix, den Besitzer eines Bekleidigungsinstituts. Marion hat ein Kreuz ausgelegt, damit sie fragen kann, wie viele Schritte darf ich tun? Eins, zwei, drei. Und eine Henne hat Junge, weil sie Eier bebrütet hat. Eins, zwei, drei. Ohne einzugreifen, sind die Küken nicht zu zählen. Soll ich weitermachen? Nimm mich als Beispiel. Wie viele Schritte darf ich tun? Nimm mich als Beispiel. Die Henne sagt aber nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieh jetzt den BH aus. Nein, so bist du schön. Wie viele Schritte darf ich tun? Keinen. Keinen? Der Bodyguard hat Mühe, die Feder mit den Arschbacken zu halten. Sie senkt sich und der Bodyguard muss sie wieder aufrichten. Frau Mixwix sägt weiter Holz, laut, gefährlich und schön. Holz neben einem Berg brauner Schafwolle. Der Bodyguard wickelt das Holz in Wolle, damit es im Winter warm wird.
Mixwix macht einen Kopfstand, das Loch in seinem Hut zu stopfen. Noch immer sitzt Mixwix auf dem Dach seines Hauses und in den Sitzungssälen im Rathaus gegenüber tut sich nichts. Man hat den Antrag der Firma Mixwix auf einen 7. Stock auf die lange Bank geschoben. Nach dem letzten Regen setzte eine Hitzewelle ein, doch niemand dachte daran, den Regen... Thank you.
ist doch in deiner Kniekehle nur meine Hand. Und wo ist dein Süßling? Wo er hingehört. Das ist doch daneben! Dreh dich um. Merkst du nicht, dass ich mich angezogen habe? Jetzt stimmt's. Es ist feucht. Das sind doch meine Hände, in die ich gespuckt habe. Nein, so große Hände hast du nicht. Doch? Dann falte deine Füße und reich sie mir. Nein! Ich bin so kitzlig. Kann man die Füße nicht zusammenbinden? Du bist doch im Loch. Mir ist, als säßen wir auf verschiedenen Kaminen. So weit sind wir auseinander. Wo gefällt es dir jetzt besser? Auf deinem Dach oder auf meinem Dach? Du weißt, dass mein Haus das hässliche Haus ist und ich weiß es auch. Und wer hilft mir jetzt herunter? Inzwischen ist Mixwix auf dem Dach seines Hauses ein Bart gewachsen. Inzwischen wurde vom Stadtrat auch der Antrag auf Erlass einer Baugenehmigung für das umstrittene siebte Stockwerk abgelehnt. Und inzwischen hat sich im Rücken von Mixwix ein Löwe niedergelassen. Monika, bist du es? Um Gottes Willen! Bist es du? Hast du etwas vergessen? Deinen Badeanzug im Bootschuppen. Monika, lass dich doch wieder einmal bei mir blicken.
sollst nicht mehr in das Kaufhaus gehen. Warte, wenn ich das Entmündigungsverfahren durchgezogen habe und mir das Mixwix gehört, dann entlasse ich dich. Fristlos! Jawohl! Wirf die Blumen weg! Du sollst die Blumen wegwerfen! Kann man nur so geschmacklos sein? Blumen! Gelbe Blumen! Allein bist du wohl nicht schön genug! Ein schmutziges Gelb! Du meinst wohl, dass dieses hässliche Gelb dich vorteilhafter erscheinen lässt. Aber du bist hässlich. Dein Körper ist hässlich, dein Kopf ist zu groß. Du bist ein Zwerg. Das gleiche Schicksal soll dir blühen wie den Blumen, ab in den Mülleimer. Kann ich nur so hässlich sein? Ich muss es mir auch noch eingestehen. Ich habe Blumen, wie Sie welche hatten. Die waren geknickt. Könnten Sie nicht etwas zu mir sagen? Meine Arbeitszeit bei Ihnen geht zu Ende. Ich wollte mich verabschieden. Habe zu diesem Zweck Blumen, wie Sie damals. Die neue Abteilungsakten für die Welt war gerade eröffnet worden. Da sagten Sie zu mir beim Einstellungsgespräch in einer halben Stunde auf dem Dach. Als ich kam, haben Sie schon nicht mehr gesprochen. Ihre Blumen hat man weggeworfen. Die waren doch für mich, oder? Was meinten Sie damit, dass in mir eine Schauspielerin steckt? Meinten Sie damit, dass ich unnatürlich und falsch bin? Man also diese falsche Schauspielerin aus mir herausziehen müsse? Oder meinten Sie, dass ich begabt bin? Und Sie sich meine Begabung annehmen möchten? Sie schweigen. Mein Großvater hat mir erzählt, dass früher, bevor es Menschen gab, Hunde keine Schnauzen hatten. Als es aber Menschen gab, hat man den Hunden eine Schnauze gegeben, damit sie nicht länger unnütz waren und die Haustiere bewachten. Ohne ihr Kaufhaus Mixwix wären sie auch ganz schön unnütz. Das Mixwix ist sozusagen ihre Schnauze. Meine Schnauze wäre das Theaterspielen. Ich komme von einem Bauernhof. Es fehlte das Bargeld. Ich arbeitete auf der Gemeinde. Meine Eltern mussten die Kälbermast aufgeben. Die Bauern haben kein Bargeld. Um das Leben betrogen sowieso. Und man isst nicht Kälber. Man ohrfeigt auch nicht Kinder. Mein Großvater war das jüngste Kind. Er musste im Winter den Trockenabort reinigen. Alles war gefroren. Mit der Schaufel konnte er den gefrorenen Scheißhaufen nicht angreifen. Er holte sich einen Pickel und pickelte auf den Scheißhaufen, auf dem er oben stand. Die Scheiße war hart wie Stein und es flogen die Splitter. Einer traf ihn ins Auge. Da schmolz der Splitter und Scheiße rann ihm aus dem Auge. Das ist der Blick der Unterdrückten. Leben Sie wohl! Bravo! Bravo! Ein Theaterpublikum wäre gerührt. Das ist nicht Gefühl allein. Da steht auch eine Theorie dahinter. Welche, das ließe sich herausbekommen. Immer treibt uns eine Theorie voran. Auch dich, schönes Kind. Ich meine gerade das mit der Hundschnauze. Reinste Theorie. Da ist gleich der Löwe abgegangen. Mich hingegen zieht so etwas an. Wenn du meine Schnauze sein könntest. Meine Theoriebegabung. Meine Sinngebung schlechthin. Ich als Mann und du als Frau. Ich als Passau und du als Donau. Ich als München und du als Oktoberfest. Da müsste sich doch etwas machen lassen. Ich befürworte dich ganz. Ich bin geradezu dein Befürworter. Und das ist mehr als Tennis für die Welt. Mädchen, du bist ein Geschenk. Nimm ihn einmal, Monika. Schön, jetzt hast du was Schwarzes in der Hand, Monika. Nun hebe einmal den Medizinball mit beiden Armen gestreckt über dein Haupt. Das ist das schwarze Absolut. Mit aller Kraft gehoben, ist es das schwarze Schlechthin. Mein Großvater hat mir erzählt, dass seinem Großvater, als er 98 Jahre alt war,
und seiner 94-jährigen Großmutter ihr 75-jähriger Sohn gestorben ist. Sie hat nur noch eine Tochter. Als die beiden von der Beerdigung ihres einzigen Sohnes nach Hause gingen, wischte sich die Mutter die Tränen aus dem Gesicht und sagte, ich habe es dir gleich gesagt, dass wir den Buben nicht durchbringen. Egal wie viele Menschen uns hinter den Büschen beobachten, das Problem bleibt immer dasselbe, auch wenn uns keiner beobachtet. Die Dummheit der Menschen. Schön, Monika, was du uns soeben von den Großeltern deiner Großeltern erzählt hast. Wie kann man nur von der eigenen Dummheit so beseelt sein wie das bayerische Volk? Die Dummheit ist unser Medizinball. Die größte Liebe vereint Mann und Frau nicht derart, dass sie im Schlaf denselben Traum hätten. Was die Liebe nicht zustande bringt, das schafft die Dummheit. Die Schwärze der Dummheit ist der größtmögliche gemeinsame Nenner. Keine andere Kraft vereinigt so viele Menschen zu einzigen Klumpen. Das ist das Volk in der Hand eines Führers. Aber dieser Gedanke ist schon uninteressant und er wird von Fortgang des Lebens ausgemerzt. Stellt euch einmal nebeneinander. Geht weiter! Das ist keine öffentliche Veranstaltung! Ich meine nicht euch! Ich meine die Leute im Hintergrund! Bitte stellt euch wieder dahin! Ja, werft weiterhin eure Cola-Büchse in den Wald! Werft all euren Dreck in den Wald! Spritzt all euer Gift in die Natur! Werft all eure Vernichtungskünste auf die Erde! Zerstört die Welt! Das dauert noch Äonen, bis ihr begreift, dass eure Konsumwut, eure Konsumvernichtung, euer elendiges Wohlergehen nichts anderes ist als die gefrorene Scheiße, die in euren Augen auftaut. Das ist der Blick der Unterdrückten, wie Monika so treffend gesagt hat. Die Scheiße der Unterdrückung rinnt euch über eigene Wangen, über den Wald und die Welt. Lasst euch doch von den Unterdrückten nicht entmutigen. Kommt doch bitte zurück. Lauft doch nicht gleich den Unterdrückten nach. Kommt! Das Schönste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Werft euch doch den Ball zu. Um euch wieder zu den Unratmenschen zu begeben, wisst ihr noch viel zu wenig. Habt ihr noch zu wenig Erfahrung auf dem Weg zur Befreiung? Ja, bis hierher. Das Licht kann nicht geworfen werden, fragte mich Wix-Wix. Nein, sagte ich. Weiter, sagte er. Nichts weiter, sagte ich. Dann eben ein andermal, meinte er. Ein andermal gibt es nicht. Wenn es kein andermal gibt, sagte er, dann gibt es auch kein Jetzt. Doch, behauptete ich, es gibt nur das Jetzt. Wenn es nur das Jetzt gibt, dann gibt es auch keine Badehosen und keine Socken, sagt er beiläufig. Das war der entscheidende Satz. Ich sagte, wenn Badehosen und Socken ausfallen, was nützen dann Tennisbälle? Da hat es bei ihm geklingelt und er ging. Der entfernteste Punkt ist in dir selbst. Das wusste er auf einmal. Er stieg auf sein Dach. Hat das Gespräch mit Mix-Wix, das Sie eben erwähnten, unmittelbar vor seinem Gang auf das Dach stattgefunden? Ja? Hatte er, als Sie so mit ihm sprachen, bereits den gelben Blumenstrauß? Ja, er wollte damit zu Ihnen. Er ist damit auch zu mir gekommen. Ich war gerade so mit einer Kundin beschäftigt und er wollte mir die gelben Blumen schenken. Da ich aber schon über den ganzen Ladentisch Waren für die wählerische Kundin ausgebreitet hatte, wusste er nicht, wohin die Blumen legen. Was wollte ich sagen? Ich bringe die Blumen auf das Dach, sagte er. Wenn Sie sie haben wollen, können Sie sie sich holen. Nein. Bringen Sie mir eine Tasse Tee, sagte er. Tee. Tee! Tee!
Wenige trinken vom Leid der Welt, weil sie alle vom Leid durchtränkt sind. Sie wollen ein Gegengift trinken, Bewusstsein erlangen und vergessen. Wenige trinken vom Leid der Welt. Etwa, dass ich nicht lieben kann, kein Gedicht schreiben kann, faul bin, alt werde, zerfalle, blute. Wenige trinken vom Leid der Welt. Die mächtigen Menschen zerschneiden, ins Gesicht der Menschen scheißen und sie hindern, umzurühren. Prost! Wenige trinken vom Leid der Welt. Stoßen wir an. Und betrachten die Socken froh, die Badehosen bunt und klein. Wenige trinken vom Leid der Welt. Unten leiden sie. Unten gehen sie zugrunde. Beraubt, zertreten, ohnmächtig. Wenige trinken vom Leid der Welt. Der Jet setzt dich über alles hinweg. Oben speisen sie und setzen ihrer Anmaßung ausgefallene Gerichte vor. Wenige trinken vom Leid der Welt. Verlasse diesen unsinnigen Überfluss. Von nichts kommt nichts. Deine Dummheit gleicht ihrer Armut. Geh, geh weg. Scheiße ist nicht Scheiße, weil Scheiße Scheiße ist. Das Gedicht heißt Der Blick der Unterdrückten. Ist das von dir? Ja. Weil Scheiße Scheiße ist. Man hat hinter sie eine Eisstange gestellt. Wenn das Eis geschmolzen ist, ist ihre Frist abgelaufen. Weil Eis Eis ist. Weil eine Frist ist. Kirchtürme sind Strafen. Die Leute wissen nicht, dass andere hungern, damit sie nicht hungern. Während sie sich in den Alltag flüchten, sind sie für mich nie Alltag. Das habe ich von ihnen gelernt. Alles muss meiner Fantasie entspringen. Ich möchte ihnen ihr Kaufhaus zeigen. Aber wenn's wiederkommst, bringst nur Tee. Du bist komisch wie ein Hilfeschrei. Verzeihen Sie mir das Gedicht. Kunst ist was Seltenes. Ich möchte in der herrschenden Kultur nicht mitmischen. Bayreuth zum Beispiel ist mir ein Gräuel. Wenn sich der Sumpf der Gesellschaft als blühendes Wesen gibt und in der Kritik das Wort Entzücken zum Kriterium wird. Wenn ich was sage, tut es weh. Wenn mir nichts einfällt, macht es keinen Unterschied. Es gibt Menschen, die sind so klug, dass sie Einfälle vortäuschen können. Fast. Ich bin ein leerer Schuhkarton und behaupte, ein paar Schuhe zu sein und nicht weggeworfen zu werden. War kein Mensch. Mein Großvater war einer und sein Großvater. Ich denke das Nichtdenken. Geh zurück. Abstellen diese Reparatur. Aber du hast eine. Schmilzt das Eis allein oder schmilzt das Gelb mit? Was würdest du sagen, wenn sich dir jemand näherte und dich fragte, was ist Tee?
Schmilzt das Eis allein oder schmilzt das Gelb auch? Das Eis ist nicht gelb und das Gelb ist nicht gefroren. Das Auge sieht den Himmel offen, ist weit leer und Licht. Wenn ich dazwischen komme, ist alles Lüge. In mir ist alles schwarz. Und wenn mich ein Blitz erhellt, ist alles leer. Sag ihnen, sie können mein Kaufhaus haben. So ein Bier ist was Gelbes, das lobe ich mir. Da das Essen ist was. Ach was. Ich ess was, für Teufel. Wirf doch gleich alles weg. Vorher probiere ich es. So einen Hunger kriege ich gar nicht mehr, dass mir das Zeug schmecken könnte. Um Gottes Willen. Und Pralinen machen die... Lass mich von deinem Bier trinken. Kommt nicht in Frage. Ohne Bier kann ich nicht denken. Ausgedacht. Gut, ausgedacht. Und die Filiale in Berlin? Mir ist die Lust vergangen. Mit Lust kann man kein Geschäft führen. Nur ein Geschäftchen, mein Geschäftchen. Die Wirklichkeit aber ist das Geschäft. Für dich ist die Wirklichkeit das Geschäft. Du bist das Geschäft. Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin die Wirklichkeit. Machst jetzt weiter mit. Berlin, Amsterdam, New York. Mix, Fix für die Welt. Eine günstigere Filiale wie die am Kudamm kriegen wir in Berlin nicht. 6 Meter breit, 30 Meter lang. Entsetzlich. Spiegel. Spiegel? Der gleiche Affentanz wie im Hauptgebäude. Mix, Fix erweiterte das Mix, Fix durch Spiegel. Dann sah er sich in den Spiegeln, war entsetzt, stieg auf das Dach und kam nicht mehr herunter. Komm es doch wieder runter, die Spiegel sind verhängt. Typisch Geschäftchen, typisch du. Als würden verhängte Spiegel einen Mix-Mix jünger machen, den nicht. Die Monika, das junge Ding, die ist an allem schuld. Ja, ja, Geschäftchen. Die Brechergruppe ist an allem schuld. Die hat sich an Mix-Mix rangewanzt, damit sie auf das Theater kommt. Er verliebt sich in sie, merkt den Altersunterschied und hockt sich verzweifelt aufs Dach. Unser schönes Mix-Wix vom Mix-Wix persönlich zerstört. Einfach im Stich gelassen. Unsinn! Mit der Brechergruppe bin ich immer fertig geworden. Die verstehen nichts vom Geschäft, aber ich. Und da ändert sich auch nichts. Kannst du das garantieren? Ich garantiere. Und ich bin weiterhin für den Einkauf zuständig? Aber mein liebes Geschäftchen, wer denn sonst? Ah! Es ist doch scheißegal, wer der Besitzer ist. Ein Geschäft muss immer geführt werden. Und das mache ich. Ich bleibe das Geschäft. Mir ist es so sogar lieber. Die Pressure Group konnte in ihrer Ideenlosigkeit und ihrer Gewinnsucht ganz schön happig werden. Wenn aber die Belegschaft das Fix-Fix besitzt, verschwindet der Druck. Als erstes führen wir die laufende Arbeitszeit ein, die gleitende. Dann haben wir schon die Frauen auf unserer Seite. Dann werden wir die Männer eliminieren, dezimieren. Und aufwärts geht's mit dem Mix-Mix. Wir sollten in Berlin auch den ersten Stock mieten, bei dieser Pacht. Mach das du. Ich? Ja, mein Geschäftchen. Du wirst auch Filialleiterin. Ich? Und du? Ich bleibe in München. Und wo treffen wir uns? Mal in Nürnberg, mal in Hannover. Da haben wir doch gar keine Filialen. Kommt noch. Hast Kondome dabei? Ja, in der Gasmaske. Wieso in der Gasmaske? Wegen der Umweltvergiftung. Hast du deinen Süßling dabei? Ja, in der Gasmaske. Den?
Den. Jetzt habe ich keinen mehr. Dann gehen wir. Weil ich nichts Gelbes sehe. Ich habe was Gelbes gesehen. Ein Reh. Wenigstens ordentlich verpackt. Nichts Gelbes gesehen? Nein, ich meine an mir. Das Kleid aus Melbourne. Schön. Was weiter? Schau mich doch an. Ich kenne dich doch. Gelb steht dir nicht. Du trägst auch kein Gelb. Nein, was trage ich dann? Nur was bekannt ist. Und die Gasmaske? Was für eine Gasmaske? Ach so, warum? Meinst du, ich gehe ohne Gasmaske in den verpesteten Wald? Die Gasmaske macht mich geil. Ich möchte mit der Gasmaske. Zum Ausziehen muss ich sie mir aber kurz herunternehmen. Ausziehen? Wozu denn das? Du musst mich nackt sehen mit der Gasmaske. Die Gasmaske macht sich gut. Wahnsinn! Jetzt fliege ich noch schneller als eine Fliege. Puh. Ich bin schon fertig. Wo ist die Gasmaske? Du Schuft! Hast du es wieder alleine gemacht? Nee, mit dir. Schon gut. Ein Umweltverbrecher. Jetzt rennt er. Er will seinen Dreck im Wald abladen. Den zeigen wir an. Wir müssen ihn stellen. Wir müssen ihn erwischen. Da hat er seinen Dreck abgeladen. Der Dreck hilft uns auch nichts. Ich zeige euch an, ihr Umweltverbrecher. Pardon, ihr seid es, Frau Geschäftchen und Herr Geschäft. Entschuldigen Sie meine Indiskretion. Natürlich haben nicht Sie dieses Umweltverbrechen begangen. Und weil wir keinen Täter haben, wollen wir es auf sich beruhen lassen. Was sagt ihr zu meiner neuesten Kreation? Mein bester Entwurf. Umwerfend. Und mit Gasmaske. Das
ist vielleicht ein gescherter Name. Mixwix. Da wohnt sie, die Frau von Mixwix. Gehört das Haus ihr oder doch ihm? Nein, nein, das gehört schon ihr. Die Radlfahrer! Und was drin? Lachen tätig, wenn sie sich eines Tages auch auf das Dach von ihrem Haus sitzen tät, wie er in München. Die spinnen doch alle beide. Und jetzt hat er seine Mitarbeiter sein Kaufhaus geschenkt. Ihnen geschenkt? Schade, dass ich im Kaufhof arbeite. Die schenken einem nichts. Ein Arbeitsplatz ist wichtiger als eine Schenkung. Ob er sich jetzt auch scheiden lässt? Da hätte ich mich als Frau scheiden lassen, wenn er nichts mehr hat. Das war schön, als wir noch daher zum Baden gegangen sind. Aber jetzt? Mit diesen Geschichten um Mixwix, da könnte man ja gleich verwickelt werden. Ich hätte ja gern die Gesichter der Angestellten gesehen, wie ihnen ihr Anteil überschrieben worden ist. Wie sollen die schon geschaut haben? Ich hätte so geschaut wie immer. So ahnungslos? Hast du jetzt um die Scheidung eingereicht? Was für Scheidung? Ja, ja. Und kriegen tust nix. Und wir und ich. Sautum. Enge Sauerei. Hast du mir in mein Bier gespuckt? Wenn du mir in mein Bier spuckst, dann hat's was. Spülen wir jetzt hinunter. Letzte Woche war ich auf dem Herzogstand. Mit dem Lift. Wie ich hinauffahre, war ich mit dem Rücken zum Gebirge. Und wie ich wieder runterfahre, war ich mit dem Bauch zum Gebirge. Du meinst, dass du bei der Hinauffahrt mit dem Bauch zum Walchensee warst und bei der Herunterfahrt mit dem Rücken zum Walchensee warst? Ja, so kannst du es auch sehen. Das glaube ich nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist doch ganz logisch. Wenn ich hinauffahre, dann bin ich mit dem Rücken zum Hang und habe einen Walchensee vor mir. Und wenn ich wieder runterfahre, da bin ich mit dem Bauch zum Hang und mit dem Rücken im Walchensee. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Spülen wir jetzt hinunter. Nein! Jetzt war so blöd, ich krebs auf ihn nicht. Schau her, da habe ich einen dreckigen Finning. Da schau her, wie dreckig der ist. Wenn ich jetzt ein paar Tropfen Makin auftue, ist der in ein paar Minuten sauber? So ein Schmarrn! Warte ab! Macht's jetzt das Lutscherrennen! So, Kinder, da habt ihr die Lutscher. Ein jeder ist von einem anderen von diesen dreien. Und die Stimme des Blutes sagt euch, von wem der Lutscher ist, dann wisst ihr, wer euer Vater ist. Und
der Luis Klatter, der ist ja nicht so. Mal schauen, ob es heute funktioniert. Warum soll es heute nicht funktionieren? Hat das letzte Mal auch funktioniert? Bei mir nicht. Geschlossenen Augen von eurer Mutter zu euren Vätern. Gelb. Oder soll ich euch sagen? Rot. Ja. Nein. Gelb. Grün. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Gelb. 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 Schau mal her, was ich da habe. Das ist ein Meterstab. Und der ist gelb. Wie früher. Früher hat es auch weiße Meterstäbe gegeben. Nein, nur gelbe. Nur gelbe. Aber Brust. Aber Brust. Mit dem Meterstab kann man alles messen. Alles nicht. Was alles nicht? Das Gelbe kannst nicht messen. Das kannst mit einem weißen Meterstab auch nicht messen. Du hast recht. Aber Prost. Weiß einer von euch, wem dieser Mund gehört? Bekannt. Mir wenigstens. Warte mal. Nie gesehen. Wie kann man von der eigenen Dummheit so beseelt sein? Mixwix, du hast recht. Wer auf dieser Welt versteht mein Gelb? Selbst Mixwix weiß damit nichts anzufangen. Das gelbe Eis ist geschmolzen. Monika patscht in der Wasserlache und findet kein Plättchen Eis mehr. Sie schreit Juhu, stellt sich mit Abstand vor den Fotoapparat und ruft nach Mixwix. Der will sich erheben, kommt aber nicht auf die Beine und kriecht auf allen Vieren zu Monika. Sie hilft ihm in die Höhe, rennt zum Fotoapparat, betätigt den Selbstauslöser, rennt zu Mixwix, der wieder zusammengefallen ist, hilft ihm hoch, zu spät. Sie rennt wieder zum Selbstauslöser, wieder zu Mixwix, hilft ihm wieder hoch. Okay. Okay. An einem langen Konferenztisch sitzen die bekannten Gesichter und Vertreter der Mitarbeiter und warten auf das Okay vom Dach. Okay. Okay, ich habe es gehört.
Also, okay! Okay! Dieses Okay macht sie nach Erledigung aller Formalitäten endgültig zu Besitzern. Man hat sich geeinigt, aus gegebenem Anlass ostasiatisch zu speisen. Selbstverständlich ist auch das Bedienungspersonal ostasiatisch. Wir danken Mixwix für seinen unzurührenden Auftritt. Ja, ich bin wirklich gerührt. Die Größe und die Großzügigkeit dieses Mannes bis ins kleinste Detail bewahrheitet zu sehen. Wir sehen jetzt einen Film, möchte ich sagen, den ich mir erlaubt habe herzustellen, über die Vermittlung der Nachricht der Schenkung des Hauses für seine Mitarbeiter. Bravo! Gell? Würdest du den da jetzt direkt stören? Nach den Filmaufzeichnungen erwartet sie im Nebenzimmer ein bayerisches Buffet. Bravo! Sie verkaufen so schöne Pralinen. Hätten Sie gedacht, dass von diesen Pralinen Ihnen persönlich einmal einige gehören? Das hätte ich nie gedacht. Auch nicht im Traum? Auch nicht im Traum. Was machen Sie für ein Gesicht? Mein schönstes. Ja, bitte. Sie verkaufen Knöpfe. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Knöpfe jetzt Ihnen gehören? Nein, das habe ich nicht. Was machen Sie für ein Gesicht? Ein langes. Darf ich messen? Bitte. Gibt längere. Und Sie? Ich bin ganz verrückt vor Freude. Sieht man aber nicht. Machen Sie doch einmal ein verrücktes Gesicht. Noch verrückter. Machen Sie das verrückteste Gesicht Ihres Lebens. Aber Sie können doch auch Ihr verrücktestes Gesicht machen. Ja, ja, weiter, ja, weiter, weiter, ja, ja, weiter, weiter. Wenn Sie das verrückteste Gesicht aller verrückten Gesichter machen, erwartet Sie einen Preis. Ein Besuch auf dem Oktoberfest. Und Sie machen auch mit. Schön, wunderbar verrücktes Gesicht. Wenn Sie keinen Preis gewinnen sollten, lade ich Sie ein zu etwas Gelbes. Ein Maß Bier auf dem Oktoberfest. Bitte, ich möchte einmal auf das Dach unseres Hauses. Bitte schön. Und Sie? Auf das Dach des Hauses, denn alles Gute kommt von oben. Und Sie? Ich möchte mit meinem gelben Ballettanzug auf das Dach unseres Hauses. Rot! Und ein verrücktes Gesicht.
dann dürfen Sie mit Ihrem roten Ballettanzug auf unser Dach. Blau? Aber ist mein Gesicht verrückt genug? Oh. Ich habe nur einen grünen Ballettanzug, aber ich kann Grimassen schneiden. Prima! Aber mehr konnten sich für die Schenkung auf freiwilliger Basis nicht begeistern. Das erste i-Tüpfelchen ist die Gewinnerin des Grimassenwettbewerbs. Auf das zweite i-Tüpfelchen kommt die zweite Preisträgerin. Nun die blauen Damen für das erste X. Nicht so viel, nur 17, wie besprochen. Jetzt folgen die grünen Damen für das W. Und die letzten für das zweite gelbe I. Und das letzte blaue I. Tüpfelchen, was suchen Sie im W? Also bitte Ihre Position. So. Hubschrauber. Da ist er. Oh, verdammt, fliegt der tief. Da tauche ich lieber weg. Mensch, warum schaust du denn nicht zu, wenn man den ganzen Zirkus schon für dich machen? Mensch, jetzt weiß ich nicht, bist du tot oder lebst du noch?